Wim Wenders hat ein Torwartproblem. Jetzt in der Filmshow. Hören Sie mal. Ja, genau. So wird es klingen. In einer Woche wird sie angepfiffen. Die 21. Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Grund genug für uns hier in der Filmshow, heute einmal über russische Filmemacher und ihre schweren, dreistündigen Meisterwerke zu reden. Nein, nein, nein. Also, nichts gegen den russischen Film, aber natürlich beschäftigen wir uns heute hier mit dem Runden, das ins Eckige muss. Und zwar ins eckige Filmbild. Denn Fußball und Film starteten ihren weltweiten Triumphzug fast zeitgleich vor etwa 100 Jahren. Und so kreuzten sich ihre Laufwege in Deutschland bereits 1926-27 mit den ersten Fußballfilmen Der König der Mittelstürmer und Die Elf Teufel. Das getrost das Metropolis der Fußballfilme genannt werden darf. Groß gegen klein, arm gegen reich, doch am Ende muss die Kirsche einfach nur ins Netz. Im Nazi-Propagandafilm Das große Spiel von 1942 wurden dann bereits echte Farbaufnahmen des Endspiels um die deutsche Meisterschaft im Berliner Olympiastadion in die Liebesgeschichte reinmontiert. Meisterschaft ist entschieden! Gloria heißt der neue deutsche Fußballmeister! Das echte Spiel gewann übrigens, Rapid Wien gegen Schalke 04. Echtes gab es auch bei Libero von 1973, nämlich einen echten Kaiser. Der große deutsche Film über einen großen und gefeierten Sportler. Ja, was ist denn? Was habt ihr denn? Oh, Franz. Wenn ich sowas sehe, möchte ich einfach aufhören. Mein persönliches Lieblingsmatch, Flucht oder Sieg von 1982. Ein unglaublich dünner Schinken des großen Regisseurs John Huston über den Kriegsgefangenenausbruch während der Nachspielzeit mit einer unfassbaren ersten Elf. Die echten Weltmeister Pelé, Ardiles und Bobby Moore nehmen den Filmstars Sylvester Stallone und Michael Caine alle in einer Mannschaft. Bitte, Hedge. Das Spiel bedeutet unheimlich viel für uns. Das weißt du. Du musst mitkommen, bitte. Hedge, nun komm endlich. Wir können gewinnen. Und Stallone hält auch noch den entscheidenden Elfmeter. Das wäre, wie wenn heute Til Schweiger und George Clooney neben Miroslav Klose und Lionel Messi spielen würden. Vielleicht gar nicht so unrealistisch. Ich würde es mir jedenfalls ansehen. Auch in den letzten Jahren entdeckte das deutsche Kino immer wieder die starke Anziehungskraft des großen Kicks. Im vielleicht letzten echten Heimatfilm verknüpfte Sönke Wortmann 2003 die Geschichte des Wunders von Bern geschickt mit all dem, was das Leben in den 50ern ausmachte. Ein altertümlicher, konventioneller, aber liebevoll gemachter und erstaunlich runder Film. Die Kinostars der letzten Jahre waren dann gleich die Nationalspieler selbst. Dabei konnte die Mannschaft über den WM-Sieg 2014 nicht an die emotionale Tiefe seines Vorgängers Deutschland ein Sommermärchen heranreichen. Denn erst durch den Fall im Halbfinale und das Wiederauferstehen im Spiel um den dritten Platz war die Heldenreise der Klinsmann-Truppe 2006 wirklich komplett. Und so wird auch die kommende Weltmeisterschaft wieder Triumphe und Tragödien liefern. Fast wie im richtigen Leben, denn ebenfalls in einer Woche startet der erste Kinofilm über den wohl berühmtesten Fußballfan der Welt. Ja, Papst Franziskus ist nicht nur Ehrenmitglied von 1860 München, sondern glühender Anhänger des argentinischen Clubs Atlético San Lorenzo del Almagro und lässt sich regelmäßig über deren Ergebnisse informieren. Der deutsche Ausnahmeregisseur Wim Wenders hat nun einen ganzen Film über und mit ihm gedreht. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, unser Film der Woche. Wir lernen Papst Franziskus in den 96 Minuten nicht unbedingt als Menschen mit Alltag kennen, aber wir erfahren, was ihm am Herzen liegt. Der Kampf gegen die Armut. Denn die ist für den Papst kein Naturschicksal, sondern das Versagen und die Schuld der westlichen Welt, die nur reich ist, weil andere Länder arm sind. In zahlreichen Interviews und Reden macht der Papst diesen Punkt immer wieder deutlich und er zeigt, wie ernst er es meint, dass alle Menschen gleich sind. I tempi ci parlano di tanta povertà nel mondo. Questo è uno scandalo. Wenn er ganzkörpertätowierten Schwerverbrechern im Knast die Füße wäscht, dann wirkt das nicht wie ein Publicity-Stunt, sondern wie eine ehrliche Geste. Ich bin euer Diener. Ihr seid von Gott so geliebt wie ich. Mit all eurer Schuld. Man merkt, dass dieser Papst die Menschen liebt. Nur hätte man diesem spannenden Menschen einen spannenderen Film gewünscht.
Wim Wenders, der seinen ersten Film Die Angst des Tormanns beim Elfmeter 1972 inszenierte, will immer wieder besondere Bilder schaffen, die oft nur kitschig aussehen. Besonders schlimm sind die Szenen, in denen er Momente mit Franz von Assisi nachdreht, nachdem sich der Papst benannt hat. Diese Szenen sind im Stil eines Stummfilms produziert und wirken wie alte Heiligenbildchen. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, ist kein Werbefilm für die katholische Kirche, obwohl man das denken könnte, sondern ein Film, der die Zuschauer dazu bringen kann, sich selbst zu hinterfragen. El mundo de hoy en su mayoría es un mundo sordo. Besonders ein Satz halt für mich nach. Ich frage alle Eltern, verschwenden sie genug Zeit mit ihren Kindern? Und das von einem Mann, der keine Kinder hat und einem, der nie für seine Lieblingsmannschaft betet, obwohl man denken würde, er hätte dafür die besten Beziehungen. Selber stand der Papst übrigens angeblich im Tor, denn er sei, was man in Argentinien ein Patadura nennt, ein steifes Bein. Unser Zitat der Woche kommt heute von Sönke Wortmann, der auch bei Deutschland ein Sommermärchen Regie führte. Auch eine Niederlage kann großes Kino sein. Aber es ist natürlich die Frage, ob die Verleiher das auch so sehen. Wünschen wir unserer Mannschaft tolle Spiele mit vielen spannenden Momenten. Großes Kino halt. Das war die Filmshow. Bis nächste Woche und Cut.